herzlich willkommen. Geil, dass du wieder mit am Start bist zu einer weiteren Ausgabe von Die Rückkehr. Und wir reden erstmal mit Laris. Vatras schickt mich. Er sagt, ich soll zu dir kommen, wenn ich Hilfe brauche. Ach, bei Vatras warst du also auch schon. Du musst ja einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen haben. Sonst hätte er sicherlich nicht so bereitwillig meinen Namen genannt. Vor allem nicht, weil die Sache mit den verschwundenen Leuten immer noch nicht geklärt ist. Sag mir, was du brauchst. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Erzählt sich ja so eigentlich. Das darfst du keinem erzählen. Ich muss unbedingt mit den Paladinen reden. Das darfst du keinem erzählen. Was willst du denn von denen? Sie haben ein mächtiges Amulett, das Auge Innos. Ich muss es haben. Und du denkst, sie werden es dir geben? Du kommst ja nicht mal ins obere Viertel. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Ach, erzähl mir nicht sowas. Weißt du, warum die Paladine hier sind? Ich glaube da nicht dran. Ich bin ganz der Meinung. Das weiß keiner so genau. Viele denken, es wäre wegen der Orks. Aber ich denke, es gibt einen anderen Grund. Das darfst du keinen. Hat wahrscheinlich was mit der alten Strafkolonie zu tun. Die Performance des Spiels geht gerade ein bisschen Bach runter. Hoffentlich fängt sich das gleich wieder. Mir geht es besser. Ich brauche deine Hilfe. Ehrlich, ich hab's selbst. Und was genau schwebt dir da vor? Er sollte lieber den Mund halten. Ich brauche Geld. Das brauchen wir alle. Soll heißen, ich kann dir nichts geben. Aber Lemar, der Geldverleiher, schuldet mir noch einen Gefallen. Geh zu ihm und leih dir das Geld, das du brauchst. Den Rest regle ich dann schon. Du findest Lemar im Hafenviertel an der Grenze zur Unterstadt. Das ist ja schrecklich. Vatras gab mir dieses Ornament für dich mit. Er sagt, er soll zurückgebracht werden. Ach, natürlich. Es bleibt mal wieder an mir hängen. Hätte ich mir ja denken können. Ist das wirklich wahr? Ich muss damit über die halbe Insel rennen, um es den Wassermagiern zu bringen. Ich habe was anderes. Erstmal so eine Minute Delay, Alter. Erstmal nachdenken. Oh, ich muss damit über die halbe Insel rennen, Mann. Was genau machst du hier im Hafen? Ach, darüber kann ich nicht reden. Vatras würde mir den Kopf abreißen. Die Performance macht mir gerade echt Angst. Muss ich jetzt einfach mal so sagen, ja. Jetzt mal mit Brightness ein Ticken runter. Guck mal, ich hoffe, das hat sich gleich wieder. Der erzähle ich gar nicht. Lass mir was über Lee und seine Söldner. Erzähl mir mehr über Lee und seine Söldner. Was willst du wissen? Wie komme ich zum Hof des Großbauern? Ich habe was anderes. Es ist ganz einfach. Du gehst aus dem Osttor der Hafenstadt und dann immer auf dem Weg in Richtung Osten. Ich kann dich hinbringen, wenn du willst. Der erzähle ich gar nichts mehr. Irgendwer muss die Arbeit gar nicht mehr, okay. Noch glauben kann. Ich hoffe jetzt. Eieiei. Did lag. Das ist mein Alter! Das ist ja gerade unspielbar, ey. Hoffentlich hat sich das gleich wieder. Das ruckelt ja wie. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Ich speichere mal kurz. Ich lade mal neu rein, hoffentlich geht's dann. Alter, was ist denn jetzt los? Das ist ja crazy. Aber es ist nicht, liegt nicht an der Aufnahme oder so. Also es ist wirklich vom Spiel jetzt gerade. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Gesagt so. Na, so gefällt mir das schon besser. Wenn ich es nicht mit einfach neu laden, dann geht's. Wie sieht's aus? Wie viel willst du? Was heißt, wie viel? Ich bin der Geldverleiher und du kommst zu mir. Was wirst du schon von mir wollen? Geld natürlich. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Jo. Ehrlich, ich selbst. Leih mir Geld. Klar. Wie viel willst du haben? Ich berechne 20%. Ehrlich, ich 200 Goldmünzen. Das ist eine Menge Geld. Morgen sehe ich dich hier wieder und das Geld auch, verstanden? Ich habe was anderes gehört. Cool. Haben wir das erstmal erledigt. So.
jetzt... Ah, nee, komm. Wir gehen erstmal mit Bartok jagen. Das habe ich in der letzten Folge schon groß angekündigt. Das habe ich schon in der vorletzten Folge groß angekündigt. Jetzt machen wir es auch. Ne? Also, will mich da jetzt nicht schon wieder drum rummogeln. Wir sind ja auch jetzt um einiges stärker. Ich hoffe also, dass ich den Viechern ein bisschen mehr Schmackes mitgeben kann als zuvor, bislang. Ja. Und in der Hinsicht hoffe ich, dass ich jetzt mich auch theoretisch alleine gegen den ausgewachsenen Wolf verteidigen kann. Aber erstmal gehe ich mit Bartok los. Der wird für mich die Hauptarbeit erledigen. Was ist, wenn wir zusammen auf die Jagd gehen? Zu zweit ist es nicht mehr so gefährlich, das stimmt schon. Verstehst du denn was vom Jagen? Ich meine, weißt du, wie man Tieren das Fell abzieht? Ja. Na gut, aber ich will 50 Goldstücke sehen. Dafür kannst du dann die Felle behalten und an Bosbo verkaufen. Ist ein fairer Deal, oder? Hier sind sie. Cool. Lass uns jagen gehen. Gut, folge mir. Vor dem Südtor ist ein Wald. Dort sollten wir mehr als genug Viecher finden. Wahrscheinlich mehr, als uns lieb sind. Na dann, Bartok, leg mal los. Hört ihr Bewohner von Korinis? Auf ausdrückliche Hey Bartok, wie kannst du so laut Bauch reden? Ich verstehe das nicht. Ab sofort. Naja, muss man sagen, Wolf von Lindenau, einfach ein absolut genialer Schauspieler und Synchronsprecher. Wahnsinnig geiler Typ. Ach ja, und der Synchronsprecher von Watras, Vino und Lobart und so weiter, das ist Pitt Krüger. Das wurde mir auch mehrfach in die Kommentare geschrieben. Vielen, vielen Dank dafür. Ich wusste, dass es irgendwas mit P oder I war. Pitt oder Peter oder Peter oder so. Aber Pitt Krüger war es, ja. Dessen bin ich mir jetzt auch wieder... Im Klaren. Vielen Dank dafür. So, wir speichern mal hier doppelt. Denn doppelt hält besser. Habe ich mir sagen lassen. Ja. Was bist du denn für ein grausiger Bogenschütze? Okay. Hast du nicht treffen oder schießen können? Schon wieder eins von diesen Biestern. Na, was hat's denn? So, ich hoffe, der bringt auch so easy den Schattenläufer um. Wie ich das in Erinnerung hatte. Backflip, Bitch. Oh, ich lass das mal. Jetzt will ich es aber doch mal gegen einen probieren. Nee, den hätte ich nicht geschafft. Den hätte ich nicht geschafft, bin ich mir sicher. Den hätte ich nicht geschafft. Verdammte Axt, ey. Ich brauche mehr Stärke, eine bessere Waffe, mehr Lebensenergie. Alter, die Heiltränke bringen ja gar nichts, ey. Ich bin noch so verwöhnt von Dirty Swamp, wo die prozentual halt wirklich Lebensenergie wiedergeben. Und nicht nur so popelmäßig wie hier. Das ist ja echt belastend. So, was denkst du? Sollen wir noch weiter in den Wald gehen oder nicht? Ja, weiter, Alter. Gehen wir weiter. Na schön. Wenn das mal gut geht. Da vorne ist noch ein Schattenläufer, Bruder. Den musst du umbringen. Ah, du machst das schon. Boah, zwei Schüsse, Bruder. Du bist echt krasser als Legolas, Junge. Das Fell gönne ich mir natürlich. Ja, bring die mal um. Hol mir mal die XP dafür. Du schaffst das schon, ich trau dir. Oh oh, nicht auf mich. Warte mal, hier ist doch eigentlich auch der Ork, ne? Ah ja, da vorne. Was hat der denn für eine coole Waffe? Wie sieht der denn aus? Der sieht ja ultra cool aus. Ork Bandit. Sexy. So, das war's mit dir. Orkischer Knüppel. Geil. Cooles Design auf jeden Fall. Das war's. Ich denke, ich gehe in die Stadt zurück. Mach mal. Hier draußen ist es mir einfach zu gefährlich. Selbst zu zweit. Ein Ork direkt vor der Stadt. Verdammte Scheiße. Also, mach's gut. Du kannst die Felle ja an Bosbach verkaufen. Mache ich auf jeden Fall.
Der sieht ja ultra cool aus. Der sieht halt noch so ein bisschen klassischer aus als die, die ohnehin schon drin sind. Er hat weniger Rüstung, mehr Bauch, coolere Texturen, coole Farben. Also gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut. Finde ich, ist cool gemacht. Muss man einfach mal so sagen an der Stelle. So. Ich guck gerade mal, ob ich hier auch noch ein paar Pflänzchen sammeln kann. Wolfsfälle haben wir jetzt 6 Stück, genau. Das, die brauchen wir, um die Zustimmung von Bosper zu bekommen. Da wollte er ein halbes Dutzend haben. Kleine witzige Geschichte. Ich habe, als ich als Kind hier gespielt habe, habe ich auch diese Quest angenommen mit diesen einem halben Dutzend Wolfsfälle. Und als Kind, ich weiß nicht warum, aber als Kind dachte ich irgendwie immer, ein halbes Dutzend wären 50. Und ein ganzes Dutzend 100. Irgendwie dachte ich als Kind, dass ein halbes Dutzend 50 wären. Und ich dachte mir so, was? Wo zur Hölle soll ich jetzt 50 fucking Wolfsfälle herkriegen? Wollt ihr mich verarschen? So. Und deshalb habe ich die Quest nie gemacht und habe die immer in schlechter Erinnerung. Aber heutzutage weiß ich natürlich, dass ein halbes Dutzend nur 6 und nicht 50 sind. Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. So, die Frau von Bosper, die fegt hier vor meinem. Kann ja nicht ewig so weitergehen. Finde ich nett von ihr. Da kannst du eh nichts dran ändern. So. Ich wäre mir da nicht so sicher. Wegen der Wolfsfälle. Ich habe sie. Hier. Ich hätte das bitte. Anders gemacht. Ich habe mir schon gedacht, dass du für die Arbeit geeignet bist. Meine hier Meinung hast du deinen versprochenen Lohn. Und? 22 Was Gold. Du? Das ist doch lange bekannt. Ist die Arbeit nicht besser, als den ganzen Tag auf Schwertern rumzuhämmern? Das kann ja nicht. Oder im staubigen Kämmerlein Fläschchen abzufüllen? Sag mir nicht, du hast es nicht gewusst. Ich will bei dir als Lehrling. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Die Grundlagen hast du ja schon gelernt. Er muss das ja aber Harald wissen. Sagt, er hat dich noch nie gesehen. Torben weiß nicht, wo wer du bist. Wo hast du das denn schon wieder Konstantino her? Hat noch nie von dir gehört. Das und Matteo sagt, er hat noch nicht mit dir über die Sache geredet. Du brauchst die Zustimmung von allen Meistern, um in der Unterstadt als Lehrling anfangen zu können. Von allen Meistern? Also solltest du mit allen reden, die noch nicht von dir überzeugt sind. Die Probleme habe ich kommen sehen. Okay. Ja gut, ist ja okay. Ich nicht. Fangen wir mal bei Matteo an. Dem tu nicht gut. Wie genau kannst du mir helfen? Ich weiß gar nicht, ganz warum einfach. Er sich so aufregt. Ich werde meinen Einfluss dafür einsetzen, dass du bei einem der Handwerksmeister hier als Lehrling aufgenommen wirst. Als solcher bist du praktisch Bürger der Stadt und kommst ins obere Viertel. Außerdem verdienst du noch was dabei. Das hat er doch vorher gewusst. Bei wem könnte ich denn als Lehrling anfangen? Im Grunde bei jedem der Meister hier an der Hauptstraße. Da wäre Harad, der Schmied, Bosper, der Bogner, Torben, der Tischler oder Konstantino, der Alchemist. Irgendwer wird dich schon nehmen. Aber es ist wichtig, dass die anderen Meister zustimmen. Das ist seit jeher Brauch hier in Korinis. Das höre ich zum ersten Mal. Was verlangst du für deine Hilfe? 100 Goldstücke. Das ist aber eine verdammte Menge. Reg dich ab. Es ist ja nicht dein Gold, das ich im Sinn habe. Sondern? Im Grunde ist es mein Gold. Gritta, die Nichte des Tischlers, hat seit Ewigkeiten ihre Schulden bei mir nicht bezahlt. Aber die kleine Göre rennt ständig in neuen Kleidern rum. Das heißt, sie hat das Geld. Ich würde es ja aus ihr rausprügeln, aber Meister Torben, der Tischler, ist auch ein sehr einflussreicher Mann. Beschaff mir das Geld und ich werde dir helfen. Nicht, dass sich daran was ändert. Gut. Doch nichts Neues. Ah, warte mal. Gibt es noch einen anderen Weg, ins obere Viertel zu kommen? Vielleicht. Wenn mir was einfällt, lasse ich es dich wissen. Also gibt es keinen anderen Weg. So interpretiere ich das jetzt mal kurz. Okay. Dann gehen wir mal zu Gritta, der Bitch. Oh, das ist eine Säge. Und ein Hammer. Aber ich habe Angst, dass ich verdroschen werde, wenn ich mir die nehme. Von daher. Meine Waschmaschine geht gerade voll in Rage. Muss mal aufpassen, nicht, dass sie mir durch die Decke fliegt gleich. Adamas aber sah, dass nun Ordnung und Harmonie doch nichts Neues. Was willst du, Fremder? Wenn du gekommen bist, um zu betteln, muss ich dich enttäuschen. Ich bin eine arme Witwe. Mein Name ist Gritta. Seit mein Mann tot ist, kümmere ich mich um den Haushalt von meinem Onkel Torben. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ich komme von Matteo. Du schuldest ihm noch Gold. Er will sein Geld? Wofür denn? Er hat mir fehlerhafte Ware geliefert. Schlechter Stoff und schlechte Nähte.
Hast du mal die Farben gesehen? Das sind nicht die Farben, die ich bestellt habe. Das ist Betrug. Ich sage dir, damals, als mein Mann noch lebte, hätte er sich das nicht getraut. Oh, mein armer Mann. Von mir erfährt keiner was. Schluss jetzt. Wo ist das Gold? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Aber ich habe das Gold nicht. Ich bin nur eine arme Witwe. Ich hätte das anders gemacht. Dann verkaufen wir halt ein paar von deinen Klamotten. Du hast doch bestimmt noch einen Haufen Zeug im Schrank. Untersteh dich, du Rüpel. Ist ja schon gut. Hier ist das Gold. Ich kann das nicht glauben. Na also, geht doch. Verlasse jetzt bitte mein Haus. Das ist eine schlimme Sache. Verlasse jetzt bitte mein Haus. Gleich mal einen großen Bogen um Torben machen, weil ich glaube, der labert mich jetzt gleich voll wegen der Sache. Ganz unauffällig immer schnell über den Zaun gesprungen, fällt der bestimmt keinem auf. Das hat er doch vorher, die kann ich mir auch nicht melden. So. Wo hast du das denn schon? Hier hast du deine 100 Goldstücke. Und? Hat sie Probleme gemacht? Keine nennenswerten. Gut, damit hast du deinen Teil der Abmachung gehalten. Ich habe was anderes gehört. Hilf mir, bei einem der Meister als Lehrling aufgenommen zu werden. Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich an meinen Teil der Abmachung halten. Die anderen Meister werden von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Das hast du nicht gewusst. Aber dass jetzt schon niemand auf die Idee kommt zu fragen, wie ich heiße... Nein, kommt einfach keiner auf die Idee. Ich hab mir das schon. Naja, was soll's. So, jetzt können wir mit Torben reden. Das hab ich noch gar nicht gewusst. Ah, ein neues Gesicht. Bist wohl nicht aus Korinis, was? Ist keine gute Zeit für Reisende. Überall Banditen, kaum Arbeit. Und jetzt lehnen sich auch noch die Bauern auf. Was verschlägt dich hierhin? Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Verstehst du denn was vom Tischlern? Das Einzige, was ich mit Holz machen kann, ist Feuer. Und wie sieht es mit Schlössern aus? Nun ja. Tut mir leid, ich kann niemanden gebrauchen, der nichts von meinem Handwerk versteht. Und für einen Lehrling habe ich kein Geld. Warum er sich so aufregt? Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister hier als Lehrling anfangen will? Nun, ich will dir meine Zustimmung geben. Aber es wird das Beste sein, wenn du dir vorher den Segen der Götter geben lässt. Sag, bist du ein gläubiger Mann? Ja, und zwar demütigst. An den Schläfer! Ja, und zwar demütigst, Meister Torben. Dann geh zu Vatras, dem Priester Adanos, und lass dir seinen Segen geben. Er wird dir sagen, wo du einen Priester Innos finden kannst. Auch seinen Segen sollst du dir holen. Wenn du den Segen der Götter bekommen hast, werde ich für dich stimmen. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Wie ist das Leben? Ach, frag lieber nicht. Nur Sorgen und Aufregung. Gleich doch mal fragen. Hattest du schon mal einen Lehrling? Ja, das ist auch noch gar nicht so lange her. Und? Was ist passiert? Sein Name ist Elvridge. Er ist mein Neffe. Ich war eigentlich recht zufrieden mit ihm, doch eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit. Wo ist Elvridge jetzt? Was weiß ich? Er hat sich ständig in dem schmierigen Bordell am Hafen herumgetrieben. Würde mich nicht wundern, wenn er da noch bei so einer Dirne im Bett liegt. Wie lange hast du ihn schon nicht mehr gesehen? Ich schätze, das ist jetzt etwa 2 Wochen her. Alter, erstmal 2 Wochen ins Bordell, man kennt's. Hast du das der Miliz gemeldet? Ja, sicher. Sie sollten ihn wieder einfangen und dafür sorgen, dass der Vollpelz seine Arbeit verrichtet. Aber das bereue ich auch schon wieder. Soll er doch machen, was er will. Früher oder später wird er einsehen, dass er ohne gescheite Arbeit in Korinis nicht weit kommen wird. Was du nicht sagst. Was du nicht sagst. Gut, reden wir erstmal mit. Warte, wir haben doch die fucking Ork-Waffe, oder? Orkischer Knüppel. Schlagradius 100. Okay, ich brauche 81 Stärke, dafür kann ich nicht so einfach tragen, alles klar. Jetzt gehen die Frames langsam wieder runter. Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Brian wird seine Lehre bald beendet haben und dann will er die Stadt verlassen. Taugst du denn was? Wenn du meinst, ob ich schmieden kann. Nein, meine ich nicht. Über kurz oder lang werden die Orks die Stadt belagern. Und dann zählen hier nur die Männer, die auch in der Lage sind, unsere Stadt zu verteidigen. Und ich werde niemanden als Lehrling annehmen, der mir die Schande macht, mit den Frauen und Taugenichtsen aus der Stadt zu fliehen, statt hier mit den Männern die Stellung zu halten. Ich bin kein Taugenichts. Das sind große Worte. Kannst du sie auch durch große Taten beweisen? Wie meinst du das?
Bring mir die Waffe eines Orks. In der Nähe der Stadt sind Orks gesehen worden. Mit ein bisschen Glück musst du noch nicht mal lange suchen. Wenn es dir gelingt, einen von ihnen zur Strecke zu bringen, werde ich dich als Lehrling aufnehmen. Vorausgesetzt, die anderen Meister stimmen zu. Haha, guck mal, Überraschung. Ich hab die Ork-Waffe, die du wolltest. Level up. Zeig her. Es ist lange her, dass ich eine solche Waffe in den Händen hatte. Damals war ich Soldat im Ork-Krieg. Das waren harte Zeiten, das kann ich dir sagen. Hätte dir nicht zugetraut, dass du es schaffst. Ich bin beeindruckt. Kann ich bei einem anderen Meister als Lehrling anfangen? Du bist ein guter Mann. Ich werde dir meine Zustimmung geben. Brian wird noch eine Weile hier sein. Und es wird sich schon ein starker Bursche finden, der seinen Platz einnimmt. Okay, cool. Haben wir das direkt erledigt? Finde ich gut. Jetzt müssen wir nochmal mit Constantino sprechen. Aber diese Frame-Drops zwischendurch, die sind ein bisschen belastend. Aber wenn ich die durch Neuladen beheben kann, ist das okay. Das zwingt mich dann direkt ein bisschen öfter zu speichern. Und diejenigen, die schon länger hier mit dabei sind, die wissen, dass ich ein furchtbarer Speicherer bin. Also, genauer gesagt, gar nicht. Auf ausdrückliche Anordnung des Was willst du? Hier gibt es nichts umsonst. Folgender Erlass. Ich bin auf der Suche nach einer Stelle als Lehrling. So, und bei wem willst du anfangen? Ich will bei einem der anderen Meister anfangen. Du kommst, um dir meine Zustimmung zu holen? Gut, doch zuerst musst du mir zeigen, dass du der Alchemie den nötigen Respekt erweist, die sie verdient. Und er freut sich an allen Wesen gleichermaßen. Ich will bei einem... Du kommst um... Gut, doch zuerst musst du mir zeigen, dass du der Alchemie den nötigen Respekt erweist, die sie verdient. Ach, war das jetzt eine Quest oder was war das jetzt? Das Tier war im Unterteil. Ah, okay. Anscheinend ist das cool für den und damit bin ich wohl dabei. Aber erstmal hole ich mir natürlich den Segen um für Torben, ne? Also ich will das natürlich komplett durchziehen. Auf das ist. Ja, hier, guck mal übrigens. Ich habe noch eine Steintafel für dich. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Sexy. Heiltränke kann ich immer gebrauchen. Mehr. Ich bitte um deinen Segen. Für was soll ich dir meinen Segen geben, Fremder? Ich will als Lehrling bei einem der Meister in der Unterstadt anfangen. Geh mit dem Segen Adanos, mein Sohn. Wo finde ich einen geweihten Enos? Am besten schaust du mal am Marktplatz vorbei. Dort wirst du einen Abgesandten des Klosters finden. Cool. Daron, der alte Halsabschneider, ey. Ha! Du würdest mir schon die Kohle aus der Tasche ziehen wollen, das kann ich eigentlich nicht zulassen. Ich guck mal kurz, ich hab jetzt 34 Stärke. Ich könnte mal gucken, ob ich bei Hakon vielleicht eine Waffe finde, die ich gerade tragen kann. Hey, du! Ich bin Hakon, der Waffenhändler. Kann ich etwas für dich tun? In diesen Tagen sollte jedermann eine Waffe tragen. Vor allem, wenn er außerhalb der Stadtmauern unterwegs ist. Zeig mir deine Ware. Gesagt. Was hast du denn so? Ah, nix. Oh, das ist ein Witz. Okay, der ist zu teuer. Aber ich bräuchte da nur noch einen Stärkepunkt für. Und schadenmäßig 50 ist das Ding gut dabei. Er redet einfach zu viel. Und es wird noch viel schlimmer, in den Augen gesehen hätte. Ob ich das Geld zusammenkratzen kann, das habe ich schon weiß gesagt. Ja nicht. Oh, das Schattenläuferfell muss ich unbedingt an den Bossbau verkaufen. Guck mal, Beutel voller Goldmünzen. Fackeln verkaufe ich mal 2, Pech verkaufe ich mal, Hacke verkaufe ich mal, Säge verkaufe ich mal, den Hammer, die Münzen behalte ich erstmal. Sieht das anders? Boah. Okay, der Degen, der kann weg. Mein Mann sieht das anders. Er sollte lieber den Mund halten. Ausdauer, sehr schön. Ausdauer kann ich immer gebrauchen. Das habe ich schon immer gesagt. Das
Bier behalte ich mal zwei. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Okay, was ist denn in dem Beutel da noch drin, was ich... Jetzt fehlen mir 100 Goldstücke. Hey, du! Das ist jetzt hart belastend, muss ich ja ehrlich sein. Zeig mir deine Waffe. Ich will, der Plan ist jetzt eigentlich, dass ich die Waffe kaufe, mein ganzes Gold weg ist und dann... Und das wird noch viel schlimmer. Er sollte lieber den Mund halten. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Scheiße, ich krieg das Gold nie zusammengekratzt. Fuck. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Das darfst du keinem erzählen. Scheiße. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Nee, das krieg ich jetzt nicht hin. Ich hab was anderes gehört. Dreck! Oh nein. Was du sagst? Oh nein, jetzt muss ich da auch 50 Goldstücke geben. Der erzählt sich gar nichts mehr. Oh, scheiße. Das habe ich schon immer gesagt. Warte mal. Er sollte lieber den Mund halten. Kann ich hier nicht irgendwo mein Gold hinterlegen? Und es wird noch viel schlimmer. Das ist ja interessant. Fuck. Das darfst du keinem erzählen. Das ist ja interessant. Wenn ich das jetzt so mache... Was kann ich für dich tun? Suchst du geistigen Beistand? Willst du ein Gebet an unseren Herrn Innos richten oder etwas Gold für seine Kirche spenden? Ich habe es selbst erlebt. Ich will mir deinen Segen holen. Das ist gut, das ist gut. Das ist ja schrecklich. Dann willst du vermutlich Gold an die heilige Kirche Innos spenden, ja? Nein. Eigentlich wollte ich deinen Segen, um als Lehrling in der Unterstadt anfangen zu können. Aber mein Sohn, ohne eine bescheidene Spende an die Kirche kann ich dich unmöglich segnen. Wie soll ich mich denn sonst deiner guten Absichten gegenüber der heiligen Kirche Innos versichern? Fuck, halt die Fresse, Alter, ohne Witz. Wie viel ist denn eine übliche Spende? Nun, das kommt darauf an, welchen Teil du geben willst. Lass mich sehen, was du dabei hast. Ah, ja. Hm, du bist ein armer Schlucker, was? Ja, behalte das bisschen, was du hast. Voll geil, Junge. Ich muss mit dem Paladin sprechen. Kannst du mir helfen, zu ihnen zu kommen? Tja, du brauchst Zugang zum oberen Viertel. Doch der ist nur den Bürgern und der Stadtwache erlaubt. Und uns. Und natürlich uns, Feuermagiern. Wie kann ich Feuermagier werden? Du musst unserem Orden als Novize beitreten. Wenn du eine Zeit lang gedient hast, wirst du vielleicht in die Reihen der Magier aufgenommen. Doch bis zur Aufnahme ist es ein langer Weg des Arbeitens und Studierens. Der Synchronsprecher ist ja ultra geil. Wirklich? So, na gut, ich spende jetzt trotzdem mal. Weil früher oder später hätte ich sowieso in 50er Schritten immer Gold gegeben, um meine Lebensenergie zu erhöhen, aber... Und das wird noch viel schlimmer. Ich möchte spenden. So viel kann ich momentan eigentlich nicht geben. Ich segne dich im Namen Innos. Denn er ist das Licht und die Gerechtigkeit. Momentan habe ich es jetzt halt noch nicht so viel mit dem Geld. Dementsprechend muss ich später wiederkommen. So, jetzt kommt der Moment, auf den ich gewartet habe. Jetzt habe ich den Rock und jetzt kann ich angeblich mit Bal Parvis sprechen. Jetzt bin ich sehr gespannt, was er zu sagen hat. Alles klar, Alter? Oh. Lüge! Ihr habt mich angelogen! Irgendeiner hat in die Kommentare geschrieben, dass ich den Rock brauche, um mit Parvis sprechen zu können. Jetzt habe ich den Rock, aber er spricht immer noch nicht mit mir. Lüge! Lügner! Alles Lügner! Oh Mann, Leute. Schreibt doch bitte sowas in die Kommentare, wenn ihr euch absolut sicher seid. Das ist doch... Aber das Licht war eine Qual für mich. Jetzt habe ich mich so gefreut, mit dem quatschen alles, zu können. Jetzt bin ich verarscht worden. Naja, aber vielleicht kann ich ja mit dem Rock irgendwie bei den Sumpfleuten irgendwie quatschen. So. Wie steht es mit deiner Zustimmung, Meister? Hat dir Vatras seinen Segen gegeben? Sie. Ja. Und hast du dir auch den Segen eines Priesters Innos geholt? Sie, fliegen. Ja, das habe ich. Dann sollst du auch meinen Segen haben. Für welchen Weg du dich auch entscheiden magst, verrichte dein Handwerk gut, mein Junge. Cool. Na dann, Torm, was geht ab? Ich bin ein Jäger ohne Bogen, Alter. Das ist so geil. Hatte das ich nicht. Will bei dir als Lehrling anfangen. Gut. Die Grundlagen hast du ja schon gelernt.
Harald hält dich für einen guten Mann. Ich wäre mir da nicht Torben so sicher. Hat dir seinen Segen gegeben. Ich bin nicht so gläubig, aber mir soll's recht sein. Konstantino sagt, seinetwegen sollst du anfangen, wo du willst. Und Matteo sagt, du bist Gold wert. Damit hast du die Zustimmung aller Meister. Ich hab so du kannst jederzeit gehört. Bei mir anfangen, wenn du willst. Ich hab was anderes. Ich glaube, man hört meine Waschmaschine im Hintergrund, tut mir leid. Das war ich bin klar. Dabei. Du wirst es nicht bereuen. Ich glaube, wir werden sag gut zusammen. Sag mir nicht, du hast es nicht gewusst. Ach ja. Fast hätte ich es wo vergessen. Wo hast du das denn schon wieder her? Nimm diese Rüstung. Sag mir nicht, du hast es nicht gewusst. Sie will dich zuverlässig schützen. Endlich auf wir können nur abwarten. Und diesen Bogen. Sehr, sehr ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich trenne mich nur im Kern davon. Doch du ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ja. Nimm. Das war doch schon vorher. Klar. Geil! Der gibt mir jetzt Bogen und das Rüstung. Ja das ist ja gar nicht so, so geil. Oh, geil, eine Lederrüstung. Weiß gar nicht, Lexi. Bogen des Fährtenlesers. Benötigt die Geschicklichkeit 10, Schaden 40. Hm, nicht schlecht. Das ist doch alles nur Gerede. Hm. Jetzt bin ich unschlüssig. Habe ich nicht darauf Bogen? Nee, ich gehe nicht auf Bogen. Das hab ich gehe auf Zweihand auf jeden Fall. Und den Bogen behalte ich aber zum Scouten. Das ist schon okay so. Und Geschicklichkeit muss ich sowieso lernen wegen den ganzen Diebestalenten. Ja, cool. Also, da haben wir doch einiges geschafft. Wir sind eine Stufe aufgestiegen. Wir sind jetzt Bürger der Stadt Kurines. 15 Lernpunkte stehen zu Buche. Ja, und was wir als nächstes machen? Wir können eigentlich in der nächsten Folge lass mich kurz überlegen, lass mich kurz durchrechnen. Und warte mal, wir haben doch das Schattenläuferfell. Was würde ich kriegen, wenn ich dem das jetzt vertick? Komm, das mache ich jetzt mal noch in der Folge. Ja wieder. Ich habe hier ein paar Felle für dich. Ah, sogar das Fell eines Schattenläufers. Ist eine Menge wert. Gute Arbeit. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. 250. Ich hatte das nicht. Pass mal auf, mit diesen 250. Redet einfach zu viel. Kann ich? Jawohl, guck mal, jetzt haben wir genug Geld, er muss das ja um bei Hakon wissen. Diese Zweihandwaffe zu kaufen, ich glaub nicht, dass ich daran was die ich haben wollte, die 600 kostet. Denn es ist heilig. Dann ist es heilig. So aber das machen wir in der nächsten Folge und dann gehe ich auch nochmal Stärke lernen und dann gehen wir nochmal in Lesters Tal, um dort die Wölfe abzuziehen und noch ein bisschen farmen aber zu gehen. Jetzt dürfte ich ja einigermaßen ausgerüstet sein und das Equip dann haben, um das zu schaffen. Ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, folgt mir auf Twitch, Link in der Videobeschreibung. Haut rein, macht's gut und ciao.